Hallo, hier ist die Eline von der Wildnisfamilie. Viel Spaß beim Schauen. Ja, hier ist eine kleine Buchenknolle. Ich zeige euch, wie man die am besten wegmacht, ohne den Baum zu schaden. Dafür nehme ich immer einen sehr schweren Hammer mit und klopfe ganz leicht und fein auf diese Knolle drauf. Da braucht man nicht viel Kraft und dann löst sie sich im Prinzip schon vom Baum. Ist also eine ganz einfache Sache, tut dem Baum auch nicht weh. Ja, zurück bleibt diese kleine Narbe, die ja im Prinzip verschließt. Und wenn ich jetzt nicht gekommen wäre und diese Knolle geerntet hätte, dann hätte sie irgendwann mal von alleine abgestoßen. Ja, hier rechts seht ihr schon, dass eine kleine Wanze sehr neugierig ist, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich war das immer der Ausguck, wo sie drauf gesessen ist, so ein Balkon. Und ich frage auch vorher, bevor ich diese Knolle abmache, ob das in Ordnung ist. Also ich nehme nicht jede Knolle aus dem Wald. Gerade auch die kleinen Knollen lasse ich oft am Baum, dass sie noch wachsen, dass der Heilungsprozess einfach, den der Baum da gerade macht, zu Ende vollzogen werden kann. Ja, und dann kann man sie ganz einfach schälen, indem man sie ja mit Fingernägeln im Prinzip schält. Ich zeige gleich nochmal eine andere Art und Weise. Das funktioniert so gut eigentlich nur im Sommer und im Frühling, wenn einfach das alles richtig im Saft steht. Und dann sieht man auch erst die wahre Schönheit, die rauskommt aus dieser Knolle, was mich so fasziniert. Ja? Wenn man vor allem dann noch ein Öl drauf macht, das ist einfach wunderschön. Ja, mich faszinieren diese Knollen. So, die andere Möglichkeit, wie man die Rinde gut wegbekommt von so einer Baumperle, ist, dass man mit diesem Hammer ganz leicht auf die Rinde draufklopft. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass man die Maserung, die praktisch auf der Knolle selber ist, nicht zerstört. Vor allem, also man haut ja auf der einen Seite drauf mit dem Hammer und auf der anderen Seite liegt sie ja irgendwie auf, keine Ahnung, ich habe sie jetzt hier auf den Baumstamm gelegt. Da muss man eben auch vorsichtig sein, wenn man die auf Stein zum Beispiel legt, einen Steinuntergrund, und man haut oben drauf, dann kann es auch eben Verletzungen geben auf diese feine Oberflächenhaut. Ist man einfach ein bisschen vorsichtig, weil genau diese Struktur ist ja das, was so schön aussieht an dieser Perle. Ja, und schon ist die Perle fertig. Probiert es einfach mal aus, schaut mal, ob ihr eine findet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Du kannst ihn auch gerne abonnieren, weil wir immer wieder jetzt neue Videos hochladen werden. Fände ich super. Okay, schönen Tag, die Line. Tschüss.